denke ich nicht. Also der Fokus liegt sowieso bei uns auf der Meisterschaft, aber wenn man die erste Halbzeit betrachtet und ein Chancenverhältnis, ja, 4:0 für uns, sage ich mal, und die Spielanteile war bei uns, der Gegner schießt nicht einmal aufs Tor, ist natürlich umso ärgerlicher, dass mit zwei Schüssen aufs Tor dann der Gegner in Führung geht. Danach haben sie es clever gespielt, muss man klipp und klar sagen. Wir haben irgendwie kein Mittel gefunden, da irgendwie uns spielerisch durchzusetzen und zu weiteren Chancen zu kommen. Deswegen hat heute, denke ich, trotz der Jugend die cleverere Mannschaft gewonnen. Ja, Stimmung. Die steigt mit Siegen und fällt mit Niederlagen. Von daher müssen wir natürlich dran setzen, da zu punkten in Bayreuth. Das ist nicht einfach, das ist eine gute Mannschaft, die auch irgendwie auch Ambitionen hat in der Liga. Aber ja, wir arbeiten jetzt die Fehler auf vom heutigen Spiel und probieren es einfach am Wochenende besser zu machen.